Seltsame Ortswahl. Es gibt wohl einen Grund dafür? Es war nicht meine Wahl. Das dachte ich mir. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris, wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Eberek, hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odin, was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele. Nein, dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir? Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun, sieh mal einer an. Was? Nein, wir hatten einen Pakt. Der Mond ist da, dort, nicht hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond. Erfüllst du unseren Pakt? Bastard! Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Halt. Misch dich nicht ein, Hexe. Weißt du nicht mehr, was passiert, wenn man mich unterbricht? Du erfüllst doch Wünsche nicht. Erfülle meinen und lass ihn gehen. Er muss seine Schuld zahlen. Lass ihn gehen und ich zahle sie. Es ist meine. Du willst deine Seele für seine geben? Nein, aber wir können um sie spielen. Wenn du gewinnst, bekommst du meine Seele und Olgierts. Wenn ich gewinne, lässt du uns gehen. Was für ein Spiel schlägst du vor? Gwint? Weiß nicht. Wir können wetten. Eine Herausforderung. Du weißt, dass ich gut darin bin, das Unmögliche zu schaffen. Du hast es gesehen. Also gut. Aber wir tun es auf meine Art. Was ist los? Du wolltest spielen, also spielen wir. Ich erzähle dir ein Rätsel. Löse es und Olgierd und du seid frei. Und wenn nicht? Dann machen wir eine wilde Sause zu dritt. Hattest du das nicht vorgeschlagen? Das Rätsel. Lass hören. Alle Menschen haben mich. Unmöglich der Verzicht. Doch mancher Mensch verachtet mich und wünscht, es gäb mich nicht. Beachte mich, betrachte mich, bis dein Verstand erweicht.
Dabei kannst du mir doch nichts tun, weil mich kein Schlag erreicht. Kinder lachen über mich und Alte müssen weinen. Hübschen Mädchen muss ich wohl ganz allerliebst erscheinen. Wenn du schluchzt, so weine ich. Gähnst du, will ich schlafen. Lächle und ich strahle, als erklängen 1000 Harfen. Was soll das denn sein? Sag du es mir. Was bin ich? Du wirst verlieren. Wir werden sehen, mein Freund. Du musst mich finden, ehe die Sanduhr abgelaufen ist. Bereit? Dann los! Was ist das für ein Ort? Gefällt er dir? Es gibt noch viel mehr davon. Denk dran, du musst mich finden, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wirklich, Geralt. Etwas glänzt und du kannst nicht widerstehen? Ich habe mehr von dir erwartet. Vor allem, da die Zeit drängt. Oh, furchtbar! Du bist miserabel. Denk dran, dass du jederzeit aufgeben kannst. Ich sehe es. Nie. Spiegel. Hier versteckst du dich also? Komm schon! Du hast doch nicht gedacht, dass es so einfach ist, oder? Hier war mal Wasser. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, es zurückzuholen.
Na, jetzt besser? Ja, danke. Der Wein belebt mich ein bisschen. Dieser Fusel würde Tote auferwecken. Ein besonders übler Jahrgang. Aber weißt du was? Es tut gut, etwas Echtes zu schmecken. Nur zu, gieß ihn dir rein. Erzähl mir, was zum Henker passiert ist. Dein Mahl ist fort. Das ist wohl ein gutes Zeichen. Odim hat beschlossen, sich auf meine Kosten zu amüsieren. Hat ein Spiel erfunden, das ich verlieren sollte. Er hat wohl vergessen, wie du mich darauf vorbereitet hast, das Unmögliche zu vollbringen. Ich wollte mich nur schützen. Dabei habe ich dich in Gefahr gebracht. Vergib mir. Du musst dir wegen ihm keine Sorgen mehr machen. Du bist in Sicherheit und frei. Ich danke dir, obwohl ich nicht weiß, was ich mit meiner Freiheit anfangen soll. Der Spiegelmeister hat mir alles genommen, was mir lieb und teuer war. Stimmt nicht. Du hast dein Herz wieder. Ein bitterer Sieg. Jetzt fühle ich endlich, wie viel ich verloren habe. Ich habe wieder ein Herz. Und es fühlt nichts als Trauer und Niederlage. Mein Leben ist ruiniert. Du hast schon Schlimmeres überstanden. Das schaffst du schon. Du hast zuverlässige Kameraden da draußen. Ein Zuhause, ein Vermögen. Nein. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich lebte. Und was hast du vor? Ich weiß es nicht. Aber eins ist klar. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen. Mein Leben neu leben. Und diesmal wirklich. Klingt nach einem Plan. Ich vergesse dir nie, was du für mich getan hast, Hexer. Ich habe etwas für dich. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und musst. Dieser Säbel ist seit Generationen im Familienbesitz. Alles habe ich verloren. Ihn nicht. Er bedeutet mir sehr viel. Noch mehr Grund, ihn nicht anzunehmen. Erweise mir diese Ehre. Das markiert den Beginn meines neuen Lebens. Und dir könnte so eine Waffe sehr nützlich sein. Vielen Dank. Au! Tut mir leid. Kein Problem. Vielen Dank nochmal, Geralt. Und viel Glück auf dem Weg. Dir auch viel Glück.